Achieved with CryEngine. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Before it all began, we lived a peaceful life. My father was a blacksmith, and I would one day take over his trade. Unfortunately, the town where we lived was where the king's silver was mined. And that was exactly what Sigismund was after. That, and to show what would happen to anyone who dared to oppose him. That day I lost everything. Family, home, honor. The time has come to take it all back. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu der Kingdom Come Deliverance Beta. Muss man mal ein paar Sachen etwas leiser machen, damit man nicht etwas besser hört vielleicht. So soll das okay sein. Die Beta ist jetzt schon seit einer guten Woche ungefähr draußen. Ich war allerdings leider krank, das hört man vielleicht noch ein bisschen. Deswegen konnte ich nicht direkt anfangen aufzunehmen. Oder hätte ich halt schon gekonnt, aber dann würde man halt mehr Gehuste und Geschnief und alles andere hören als so eh schon. Und deshalb dachte ich mir, ich warte einfach ein bisschen, bis ich wieder ein bisschen gesünder bin und fange jetzt an. Ich habe schon einmal kurz reingeguckt, um zu gucken, ob alles läuft. Es sollte eigentlich alles laufen. Man sollte mich jetzt auch hoffentlich hören können und das war eine Stellung, waren ja in der Alpha ein bisschen ein Problem. Mittlerweile hat man ein bisschen mehr Settings. Ist ganz gut geworden. Erstmal hier Spielsettings, Power Sensitivity, alles mögliche. Man kann hier leider noch nicht die Sprache umstellen. Es gibt eine deutsche Sprachausgabe, die ist eigentlich noch nicht fertig. Die hätten eigentlich gehofft, das Entwicklerteam, dass sie das für die Beta reinbekommen, die deutsche Sprachausgabe zumindest, zumindest die deutschen Untertitel. Hat eigentlich auch funktioniert, sie waren nur mit manchen abgeschnittenen Worten und dergleichen nicht zufrieden, also es passt im Interface noch nicht zusammen. Deswegen momentan leider alles noch auf Englisch, beziehungsweise mir ist es halt egal, aber ne? Also wer es lieber auf Deutsch gucken will, müsste sich noch ein bisschen gedulden. Es gibt mittlerweile ein paar mehr Grafikoptionen, die so eingebaut wurden, unter anderem hier alles mögliche,
Können wir sich mal angucken. Ich habe jetzt relativ viel auf Medium gestellt, damit mein Rechner das noch schafft. Und Motion Blur auf jeden Fall aus. Die Performance ist so lala. Sie ist nicht besser als in der Alpha. Für mich eigentlich auch nicht schlechter. Das haben aber manche Leute schon gesagt, dass sie unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht haben im Vergleich zum Alpha-Bild zum letzten. Und dass bei ihnen extrem scheiße läuft. Bei mir läuft es eigentlich ganz okay. Das nur so als Ansage. Hier können wir uns noch angucken unter Help, was alles in der Beta drin ist. Wenn man die Controls etc. Okay, das ist für mich nicht so wichtig. Ich habe da schon in Alpha gespielt. Wir haben eine Quest. Und zwar sollen wir den Riki finden in einem Dorf namens Teilenberg. Das Ganze, also die Beta spielt so ungefähr in der Mitte der Story wohl vom fertigen Spiel. Und umfasst so circa einen Sechstel der späteren Spielwelt, die wir uns angucken können. Also so unter anderem das Alpha-Gebiet ist drin, aber es ist noch sehr viel mehr dazugekommen. Und da wird noch ein bisschen erklärt alles. Es gibt Reputation in den Städten oder in den Dörfern etc. Und wie wir Riki eben finden können, hier gibt es diese ganzen Waffen, die es momentan drin sind. Also sind schon ein paar mehr als in der Alpha. Und ja, wir können Leute entweder überzeugen und hier alles Mögliche beeindrucken oder einschüchtern und Leute bestechen. Hier sind ein bisschen die wichtigsten Leute erklärt und eben in der Intro-Sequenz haben wir ja auch die Vorstory mitbekommen, was eben auf wahren Begebenheiten beruht. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, wie das im Spiel alles aussieht. Es wird am Anfang ja gleich die Texturen laden, das nur schon mal als Vorwarnung, die erholen sich irgendwann. Wir können hier einmal auswählen, was wir genau machen sollen, oder als was wir starten sollen. Wir haben drei Möglichkeiten, wie wir unseren Charakter quasi vorgeskillt nehmen wollen. Entweder Jack of all Trades, dann können wir alles so ein bisschen. Oder Diplomat, dann können wir besonders gut reden und Leute überzeugen. Oder eben als Squire, also als Knappe, sind wir auf jeden Fall der bessere Kämpfer. Da ich in der Alpha schon gekämpft habe, würde ich mich einfach mal für den Diplomaten entscheiden. Und wir gucken mal, wie weit wir uns so durchreden können durch die ganze Story. Und hier steht es eben nochmal, dass es eben zur Hälfte oder zur Mitte des eigentlichen Spiels stattfindet. Und ja, man soll sich eben aussuchen, wie unser Henry, unser Charakter, der Schmiedesohn, er so sich anstellt. Ja, wir picken das einfach mal jetzt hier, Diplomat, und dann geht's los. After the kidnapping of the king, chaos and turmoil ruled the land, and our province was no exception. We were overrun by bandits and marauders, and the roads were no longer safe. The most terrible massacre happened at the stud farm in Neuhof, which was raided and torched, and all the horses slaughtered. My liege lord sent his men, led by Sir Robert of Talmberg, to track down the killers and to bring them to justice. I rode with them, but the investigation has been slow and difficult. Whenever I came across some trace of the bandits, someone erased it in the cruelest way imaginable. In the end, though, I got one step ahead of the enemy. I found out one of the bandits was still alive and hiding near Talmberg. But before I set out to track him down, I had to report to Sir Robert. Ja, also das ist unsere Ausgangslage. Wir müssen Sir Robert Bericht erstatten. Wir haben eine heiße Spur oder eine Spur, die jetzt noch nicht an die Wand genagelt wurde, eben über diese Marodeure. Und genau da fängt jetzt unser Spiel eben an. Da sieht man schon, das ist das Dorf Teilenberg oder eine kleine Stadt sogar mit der Burg. Und da ist unser Hauptcharakter Henry auf seinem Pferd, was wir diesmal von Anfang an haben. In der Alpha musste man sich das ja noch erarbeiten oder konnte man irgendwie kaufen, glaube ich. Ich glaube, das war eine Folge, die ich gar nicht aufnehmen wollte. Ja, und das mit den Texturen, die laden manchmal noch nach, aber Beta ist alles okay. Faster! In a real fight, you'd be dead already. Sir. Ah, Henry. Carry on. Well, lad, have you made any progress with the investigation? Yes, sir. I think I have at last. So you've found someone who isn't gutted and nailed to a wall? It wasn't easy, sir, but I believe I have. I have information about one of the bandits who did it. He's even hiding in a village nearby. God's blood.
It's true the darkest shade is beneath the candlestick. Who is he? I only know that they call him Riki, and he's from here in Talmberg. That's it? You wouldn't believe how much effort it took me to find that out. But I think it's enough to go on. But what if he's dead too? I think we'd already know if he was. These fellows are not given to subtlety. True enough. We haven't found any more mutilated corpses. Well, get on with it then. And when you find him, come and see me. Most likely I'll be in the encampment by Merhoed. You can rely on me, sir. Farewell. And be careful, Henry. I know what that rabble did to you. But remember with whom you're dealing. Don't start any foolhardiness on your own. Understood? I'll try not to, sir. So, und ab jetzt steht uns quasi die Spielwelt offen. Wir könnten jetzt auch diese Quest komplett ignorieren und können einfach machen, worauf wir Bock haben. Aber ich möchte für die Beta-Präsentationszwecke jetzt einfach schon mal der Quest folgen. Und ja, möchte einfach so ein paar Sachen zeigen. Zuerst mal mounten wir von unserem Pferd ab. Die Landschaft sieht immer noch unglaublich geil aus. Ich kann mein Pferd übrigens jederzeit rufen mit X, das ist ganz nice. Und was ich jetzt auch machen kann, ich kann mein Spiel speichern. Was sehr nice ist, weil in der Alpha muss man teilweise ja, konnte man seinen Progress am Anfang ja noch nicht safe in den ersten 3-4 Versionen. Und hier unter uns ist jetzt Talmberg. Ich mache mal gerade die Karte auf. Sieht man hier. Hier ist die Burg und hier unten ist eben dieses Dorf, was sich hier an diesen Fluss ranschmiegt. Und hier ist noch so ein Weiher. Und können noch ein bisschen rauszoomen. Und hier sehen wir jetzt quasi, das wird später mal die ganze Spielwelt sein. Also hier geht es noch sehr weit in den Süden. Hier drüben ist das Alpha-Gebiet, was es mal zu bespielen gab, was eben jetzt auch wieder dabei ist. Und ja, ich meine, hier oben geht es noch ein Stück in den Norden und halt hier wird auch noch einiges drin sein. Also wir haben jetzt schon ein etwas größeres Gebiet, in dem man sich so bewegen kann. Und natürlich noch einige andere Dinge, die jetzt funktionieren. Wir wollen jetzt aber erstmal noch ein bisschen unsere Quest verfolgen. Ich werde erstmal hier den Wachsoldaten fragen, beziehungsweise mich mit dem unterhalten, was der hier so über das Dorf etc. weiß. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es vom Sound her passt, sonst werde ich es zur nächsten Folge auf jeden Fall umstellen. So, was kann er mir denn hier über Talmberg erzählen? Tell me something about Talmberg. Okay, der ist scheinbar noch nicht vertont. Wie gesagt, Beta, und es ist auch eine richtige Beta, es ist nicht so wie die Division-Beta oder sowas, was es in letzter Zeit gab, wo einfach das Spiel eigentlich schon fertig ist und das mehr oder weniger eine Demo ist, sondern das hier ist wirklich zum Testen. Und das wäre jetzt was ich vielleicht den Entwicklern mitteilen sollte, dass der Typ noch keine Stimme hat. Wahrscheinlich wissen sie es aber. Okay, also wir haben über Talmberg gelernt, kleines friedliches Örtchen und ja, vor dem Krieg halt alles. Jetzt ist Bürgerkrieg und wie überall ist jetzt scheiße. Listen, I'm looking for a fellow they call Riki. Do you know him? You mean Hinnick? He's the Tanner's son, isn't he? Any idea where I might find him? I don't know. Try at his folks' house, but he doesn't spend much time there. Okay, also wir haben schon, er scheint doch eine Stimme, aber ist noch nicht alles vertont. Also, er ist der Sohn vom, wie nennt man denn das im Deutschen, Tanner. Es ist der quasi, der Leder herstellt, also der aus Fellen und aus Tierhaut Leder herstellt. Gerber? Ich glaube, Gerber ist das richtige Wort. Also ist der Sohn des Gerbers und vielleicht kann er mir noch ein bisschen was darüber erzählen. Erstmal, warum heißt er überhaupt Riki? Why do they call Hinnick Riki, anyway? He's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll see for yourself. Tanning isn't a trade for the weak of stomach. True enough, but not every courier is given that name. Well, I'd say it might have something to do with his reputation, too. Okay, also der stinkt halt, weil er Gerber ist von Beruf oder sein Vater zumindest und er in einem Haus aufgewachsen ist und demnach, das ist halt ein, tatsächlich, wenn man da mal neben gestanden hat, neben so einer Gerberei, das muss früher noch viel schlimmer gewesen sein, bevor es irgendwie Luftfilter gab, das riecht halt zum Gott erbarmen. Fragen wir mal was über seinen Vater. What can you tell me about the old courier? As I say, he's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Okay, also der Vater ist wohl sehr verschlossen, redet wohl nicht mit jedem. Gucken.
Mal gucken, woher der Wachsoldat den kennt. You know this Hinnek. Can you tell me something about him? Not much, I confess. Much of the village folk avoid him like the plague. Why is that? Tanners have never been the most sought-after companions. And what's more, he keeps the company of all kinds of knaves. In short, he doesn't have the best reputation. Okay, also der hat wohl Companions, also Freunde, die wohl nicht so ganz reputabel sind. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory and retired for thieving. And in Neuhof, he got boozed up in the alehouse with his cronies and they beat up some merchants. A bit more than high spirits, huh? Just so. We're all honest folk here and we've no use for the likes of him. Genau, also sagt er, der Soldat fühlt sich ja sehr zugehörig zu dem Dorf. Das wird daran liegen, dass es normalerweise auch wahrscheinlich ein Farmer ist, der jetzt aber durch die Kriegsumstände hier eben in den Service gepresst wurde. Und deswegen redet er, als ob die Dorfwohner seine Kumpels sind. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Also Ricky prügelt sich ab und zu, wurde schon mal wegen Klauen verknackt mit seinen Kumpels zusammen. Mal gucken wir mal. Don't tell me no one at all talks to him. Well, he's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I believe she's called. Okay, also haben wir ein bisschen Anhaltspunkte auf jeden Fall. Können hier noch fragen, wer wo ist. Das Badhaus oder wo der Tanner ist. Das fragen wir mal. Where does the Tanner live? Also am Ende des Dorfs. Letzte Haus auf der letzten, auf der linken Seite. Das ist schon mal gut zu wissen. Also da hat der Gerber sein Haus, also das Vaterhaus von Ricky, das Familienhaus. Ja, und wenn jetzt der Dialog noch weitergeht. Fragen wir noch, wo die Bäder sind. Der hat da scheinbar da ja ein Verhältnis mit einer von den, ja, Badedamen. Where's the bathhouse? Beim Fischteich. Und ein großes weißes Zelt ist da in dem also vor dem Haus. Okay. Haben wir erstmal ein paar Infos geholt. Und dann satteln wir mal auf hier von unser Pferd. Gucken wir halt unsere Karte an. So, und hier haben wir jetzt tatsächlich auch zwei ungefähre Questziele. Einmal hier eben. Es bewegt sich sogar. Also da wird hier die Dame vom Badehaus sein. Und hier hinten, da wird der Gerber sein. Ich weiß so viel, wenn ich mir zu viel Zeit lasse, dann finden andere Leute Ricky und der hat dann ein Problem. Und das ist größer als ich, auf jeden Fall. Also es ist nicht so nett für ihn, wenn er von anderen gefunden wird. Das Spiel sieht übrigens immer noch grandios aus. Was noch hoffentlich nicht so final ist, sind diese Bewegungen von dem Pferd, weil die noch etwas eigenartig sind, größtenteils. Was es auch immer noch gibt, sind hier die Bauzäune, um eben das Gebiet abzugrenzen. Mache ich ihnen einfach keine Vorwürfe, haben sich halt für entschieden und das ist auch okay so. Wie gesagt, das ist größtenteils jetzt alles auf Medium gesetzt und trotzdem sieht das einfach fantastisch aus, dieses Spiel, diese Raucheffekte etc. Und ja, wir gehen mal noch auf jeden Fall eben zu dem Gerberhaus. Mit der Badehausdame möchte ich mich erst später unterhalten. Aber vielleicht können wir hier mit dem Gerber irgendwie was klar machen, dass er uns sagen kann, wo sein Sohn ist. Weil der ist ja nur die einzige Spur, die wir haben. Aber wenn man hier allein so rüber guckt, das könnte halt in Deutschland oder auch hier in Böhmen, also irgendwie in Tschechien oder Polen, könnte das halt genauso aussehen. Auch heutzutage noch. Ich meine, die Häuser werden ein bisschen moderner sein, aber ansonsten brennt das da? Ach ne, das ist eine Fackel. Ich dachte gerade, das Haus fackelt da ab. Aber das ist wieder sehr detailverliebt hier mit den ganzen Sachen, die hier so rumliegen. Das ist schon ziemlich klasse gemacht. So, das sieht aus wie das Gerberhaus. Mit den Fellen, die hier hängen. Ja, genau. Und das ist halt echt eine Sache, die abartigst stinkt. Und deswegen hat der Typ auch seinen Namen. So, eben ein kleines Feld hinten dran. Und das sieht aus wie der Vater. Mit dem quatschen wir noch mal kurz.
I'm looking for a fellow they call Riki. Have you ever heard tell of him? Why wouldn't I? That's what they call my son, Hinnik. Uh-huh. You wouldn't happen to know where he is? I don't know nothing. Don't you know at least where he usually goes? It's quite important. Hinnik shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Also er weiß nichts oder er möchte mir nichts sagen und ist überhaupt nicht so darauf verpicht, mir zu verraten, was mit seinem Sohn abgeht. Und ja, jetzt können wir uns eben entscheiden, wie wir vorgehen wollen. Entweder wir sagen, hier, wir sind Abgesandter von Sir Redzik, oder wir können sagen, hey, hör mal zu, dein Sohn ist in ganz schönen Schwierigkeiten, oder ich drohe ihm hier Gewalt an. Ich entscheide mich mal, da ich ja eben den Diplomatenweg gehe, dass ich hier sage, Hinnik ist in Trouble, also ist in Schwierigkeiten. Gucken, wie er darauf reagiert. Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. He's always up to his ears in it. This time his neck is on the block. He got mixed up with some very unsavory people. I have to find him. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow you. Hinnik makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. All right. It's not much to go on, but it's better than nothing. Also, er ist nebenbei noch wildern. Und ja, mein Überzeugungsversuch hat geklappt. Das ist schon mal sehr nice. Und jetzt können wir noch ein bisschen was weiter fragen hier. Fragen erstmal weiter über den Sohn. I'd like to talk to you about your Hinnik. I'm very busy, so make it quick. Ja, wem hängt er so normalerweise rum? Vielleicht können wir die noch befragen dann. Do you at least know anyone he's friends with or someone he goes to see? As far as I know, nobody here in the village talks to him. I heard he's seeing some bathhouse wench. Maybe. He can't get it for free, so I suppose he's got to go to the baths. Okay, also es ist nicht seine Freundin, sondern seine Nutte. Auch nett. Okay, vielleicht können wir noch rauskriegen von ihm genauer, wo genau dieses Wildereiversteck ist, was er angeblich hat. Don't you have any clue where his hideout might be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. Okay. He had money because he sold the stuff right away? I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Well, I don't really know. But the innkeeper came here now and again and gave him money. Of course, it could have been for meat. All right. I'll ask at the inn, then. Also, am Wirtshaus ist auf jeden Fall, hat er noch einen Kontakt scheinbar, wo er seine Felle verkauft. Gucken wir mal, ob er noch mehr weiß. What more do you know? I don't know. I swear to God Almighty, I don't know. Hinnik never told me nothing. I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything! Well, he came and went at various times, I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and leaves and shit on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Okay, also irgendwo in einem dichten Wald ist er auf jeden Fall unterwegs. Und hat da wohl sein Versteck. Ja, dann haben wir doch schon mal ein paar Infos. Noch zwei Leute, die wir befragen können. Und das soll es erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann wieder und befragen jedoch die anderen Leute im Dorf. Und hoffen mal, dass wir Riki rechtzeitig finden. Weil, wie gesagt, es passieren schlimme Dinge mit ihm, wenn wir das nicht schaffen. Jetzt haben wir nochmal eine schöne Aussicht. Ich glaube, wir gucken einfach mal hier so Richtung Dorf und beenden hier die Folge. Bis zum nächsten Mal.